Herzlich willkommen zurück zu Wargroove. Heute stechen wir in See. Die schauen wir da. Mercia segelt Richtung Höllheim. Aber unsere Helden sind auf hoher See nicht allein. Tja, die empfangen uns wohl schon, was? Oder sind es einfach nur Banditen? Nee, die empfangen uns schon. Ich sehe ja schon auf der Map. Schiff aus Höllheim, voraus! Wir müssen sofort Königin Mercia holen. Oh nee, nicht die wieder. Oh Mann. Hast du gedacht, du kannst mir entkommen? Mittlerweile, ehrlich gesagt, ja. Ja, das dachte ich. Meine Wege sind unerklärlich. Das kannst du laut sagen. Siehst du meine Kriegsschiffe? Diesmal wirst du wirklich untergehen. Kriegsschiffe haben wir auch und du bist diesmal nicht in der Überzahl. Meine Kriegsschiffe sind besser. Bringen wir es einfach hinter uns. Oh, nicht die schon wieder, ey. Die Ragnar. Diesmal werde ich dich schlagen. Voll die heftige Drohung, ey. Ich werde dich schlagen. Es hat uns wirklich noch gerade gefehlt. Haben wir die Meereswesen auf unserer Seite. Das ist ein bisschen langsam. Außerhalb des Wassers. Dafür können sie sowohl zu Lande als auch zu See kämpfen. Geil. Die sind cool. Sollte sie losschicken, um möglichst viele dieser Schelzendörfer zu besetzen. Okay. Wenn ich Ragnars Hafen zerstöre, kann ich sie zum Rückzug zwingen. Geile Map. Das ist eine Map nach Mars. Die gefällt mir richtig gut. Kaserne aber nicht. Ne. Was ist denn das für ein Scheiß? Stelzendorf. Nee. Oh, Moment, was sehe ich denn da? Was sehen meine Adleraugen denn da? Da müssen wir hin. Wenn das so ist wie in Advance Wars, dann weiß ich, dass tatsächlich Flugeinheiten gut gegen Wassereinheiten sind. Und wofür ist das? Mächtige Marine zur Eroberung des Wassers landet auf Tiefseefeldern. Kritische Treffer. Keine Ahnung, was das wieder ist. Die Schildkröte. Stark gegen Kriegsschiff, schwach gegen Harpunenschiff. Aha. Ich dachte schon, es wäre so ein Transportboot, aber ist nicht so. Die Schildkröte. Oh, diese Schildkröten sind so niedlich. Die sind fantastisch. Sie teilen kräftig aus und sind dabei noch flink. Besonders in tiefem Wasser. Scheinen allerdings besonders verwundbar durch Harpunenschiffe zu sein. Wir passen auf euch auf, kleinen Krötis. Lul. Ja, Das ist auch ein Hafen, ne? OMG. Den brauchen wir. Den schnappen wir uns um jeden Preis. Und diese Einheit holt sich da oben tatsächlich den Flughafen. Das wäre, denke ich, nützlich. Harpunenschiff, Kriegsschiff. Ah, ist wie ein Schlachtschiff. Ich verstehe, Harpunenschiff ist auch so. Ha. Lastschiff. Kann alle Bodeneinheiten transportieren. Das brauchen wir nicht. Da muss ich sparen. Diese Stelzendörfer sind einfach Dörfer, die auch am Wasser gelegen sein können. Die geben wahrscheinlich nie mehr Cash oder so. Nehme ich an. Ach, kann man in diesem Spiel durch die Brücken durch? Ich hoffe es doch, ey. Das ging in Advance Wars nämlich nicht. Na gut, gucken wir mal. Ja, nehmen wir das ein. Zack. Und du gehst mal in Richtung Flughafen. Schildkröte, die kann die anderen Einheiten da vernichten. Sollen wir wahrscheinlich auch tun. Nicht, dass sie zu viel einnehmen. Schwimmkröte. Meereswesen. Ja, ich kaufe mal noch so einen. Er kriegt jetzt mega viel Cash. Das gefällt mir gar nicht. Und auch die Schildkröte da unten, die gefällt mir noch weniger. Weil ich kann den Hafen jetzt nicht einnehmen, wenn die da im Weg ist. Dann müssen wir es so machen. Erobert! So! Mein Freund. Jetzt geht's hier an den Kragen. Kein Harpunenschiff in Sichtweite. Von daher sind wir hier dominant. Wunderbar! Holen wir uns den Flughafen. Warum auch nicht, ne?
Auch hier sollten wir eben als... ja, die Städte erobern. Ja, wir brauchen selber ein Harpunenschiff, damit wir was gegen die Kröte machen können. Oder wir holen uns selber noch eine Kröte, ja. Passt schon. Ach, die können schießen. What the fuck? Das wusste ich doch nicht. Oh mein Gott. Woher soll ich das wissen, Mann? Haben schon mal Leute gesagt, Junge, guck dir das doch an. Ja. Als ob ich eine stundenlange Analyse mache, wie gut die Einheiten sind. Ist ein bisschen langweilig, oder nicht? Pissen wir uns jetzt mit der Schildkröte, ganz einfach. Ich will die nicht verlieren! Nein, das möchte ich nicht. Verzieh dich aus meinem Hafen, der gehört mir. Welches ist im ersten Jahr? Ja, gut, die können also auch noch schießen. Das ist ja echt heftig. An Land sind wir sicher vor denen. Bei den Schildkröten. Ganz ehrlich, die stört mich da unten nicht. Stattdessen nutze mal diese Schildkröte, um wieder Druck auszuüben auf die. Und bauen noch eine, damit wir da ein bisschen Kontrolle darüber gewinnen. Und wir haben den Flughafen. Du hast keine Luft in deinen Armen, das ist ungerecht. Wollt ihr wohl still sein, junge Dame? Das Maß ist wahrhaftig voll. Ja, ich will ja nichts sagen, aber wir könnten jetzt einen Drachen bauen und dann alles vernichten, ne? Ich denke, das wäre nicht schlecht. Das ist nervig, ey. Ah, da ist ein Harpunenschiff. Ja, dann würde ich sagen, never mind. Dann würde ich sagen, Bruder muss los, denn das war's jetzt. So viel zu den Seeeinheiten. Jetzt habe ich nicht keinen Bock mehr. Ne. KB mehr, Junge. Ha, toll. Hm. Ist ein Scheiß. So. Ja, die greift uns da an. Wir müssen auf voll Schildkröte aufpassen. So ein bisschen Acht geben. So, und dann sparen wir tatsächlich jetzt das Geld. Ganz ehrlich. Sparen wir einfach das Geld. Also ein Drache, der wird wahrscheinlich hier alles vernichten. Auch dieses blöde Harpunenschiff, oder? Ja. Ja, ist schwach gegen den Drachen. Der Drache wird gebaut, Leute. Den brauchen wir jetzt. Wie sind die Einnahmen? 500. Schon ziemlich scheiße. Dauert ewig, bis wir die haben. Die Schildkröte nicht kaufen sollen. Oh Gott, kommt die nächste. Harpunenschiff ist mir egal, wie gesagt. So, und tschüss, Mann. Auf und immer wiedersehen. Ist das so ein Riff wie bei Advance Wars? Tatsächlich. War eine bessere Deckung. Ja. Ist mir schon klar, dass ich die jetzt verliere, die Schildkröte, aber ist mir egal. Zumal wir jetzt hier endlich alles einnehmen können. Was sehr gut für uns ist. Sparen wir das Geld. Nächste Runde haben wir den Drachen. Dafür wird sein Schildkröte jetzt auch vernichtet. Ja, und hier müssen wir uns aus dem Staub machen. Definitiv. Angst, dass meine Stadt wieder vernichtet wird. Aber ist egal. Der Drache beschützt das jetzt alles.
Und auch hier können wir diese Stadt bekommen. Stirb! Ah, überlebt's. Komm schon, das gibt's doch nicht. Jetzt bekommen wir so viel Cash. Jetzt können wir uns doch wieder Wassereinheiten auch noch zusätzlich leisten. Ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir leider gedacht, dass das passiert. Hä, wohin geht die Schildkröte? The fuck? Das ist sogar ein Schlachtschiff, das ist gar nicht. Ich bin dumm, Leute, das ist ein Schlachtschiff. Das hier ist das Viech, was ich meinte. Na dann. Sogar anfällig gegen die Schildkröte, ne? Ja, tatsächlich. Ergreifen wir doch hier an. Take this! Du kannst jetzt aber hier keine Lufteinheiten attackieren, oder? Ich weiß es nicht. Ich denke aber nicht. Ich riskiere das jetzt mal. Das hole ich mir auch direkt wieder. Greife jetzt nicht an. Aber holen wir gleich die Stadt. Und hier unten schnappen wir uns gleich den Hafen. Na endlich, es wurde auch Zeit. Eine Schildkröte bräuchten wir dann da oben, ne? Ja, komm, produzieren wir ein paar Lufteinheiten. Es läuft. Das ist eine sehr einfache Schlacht. Soll ja auch nur die Seeeinheiten quasi einführen. Das ist wirklich nicht schwer. Sieht ja wohl ein Blinder, dass das hier geschenkt ist. Zack. Wieder eine Stadt. Und endlich auch diesen Hafen. Wunderschön. Das war's damit. Das blöde Harpunenschiff, da müssen wir gucken, ne, was wir damit machen. Aber wir haben ja den Drachen dafür. Sagen wir es mal so. Oder sind die auch gut gegen Lufteinheiten? Tatsächlich. Nee, schwach gegen, wollte gerade sagen. Aber die können auch. Oh, nee, doch, die können auch die angreifen. Oh, man. Ja, ist wie ein Kreuzer. Ach du Scheiße, ja, die zerstören alles. Oh je, Leute, oh je. Die sind wirklich gefährlich. Ich merke schon. Boah, kann die weit gehen, ne? Ich finde es interessant, dass es auch tiefe See gibt, ne? Das gab es in Advance was eben halt nicht. Wisst ihr, was mich abfuckt an dem Spiel? Ich weiß jetzt nicht, kann das Schiff sich bewegen und dann schießen? Kann das Schiff nur jetzt diese gewisse Range hier abfeuern? Ich weiß es halt nicht. Wird nicht gesagt. Fernkampfeinheit zur Abwehr von Gegnern zu Wasser und in der Luft. Ja, schön. Reichweite 3 bis 6. Das heißt. Was heißt das? Keine Ahnung, Mann. Das fuckt mich gerade ein bisschen ab, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert.
Wenn der schießen kann und sie bewegen kann, dann ist die Einheit overpowered as fuck. So ungefähr mit die beste Einheit im gesamten Game. Wenn ich das mal so sagen darf. Und wir können einen weiteren Drachen bauen. Das ist sehr gut. So, mit Hilfe der Drachen sollen wir es eigentlich jetzt easy hinkriegen. Hier haben wir auch noch ein Dorf. Schnapp ich mir noch. Zack. Das ist auch wieder voll geheilt. Perfekt. Ja, kann sich bewegen und schießen. Lächerliche, overpowerte Einheit. Die muss genervt werden. Ich hoffe, es gibt noch ein Patch für das Spiel und es wird genervt. Das ist wirklich lächerlich. Holy shit. Diese Einheit ist broken as fuck. Bitte was? Jetzt mal ohne Witz. Ist richtig broken. Hält aber nicht viel aus, sehe ich gerade. Oh. Ja gut, dann will ich mal nichts gesagt haben. Hält halt wirklich gar nichts aus. Oh mein Gott. So, jetzt holen wir uns den Hafen gleich und dann war's das. Coole Einheiten, die Seeeinheiten gefallen mir wirklich. Sind echt nett. Soll ich jetzt ein Kriegsschiff bauen? Ich hole mir jetzt auch so ein Harpunenschiff. Ah. Harpunenschiffe sind extrem praktisch, besonders gegen Schildkröten und Lufteinheiten. Also sie können keine Landeinheiten angreifen und haben Kriegsschiffen wenig entgegenzusetzen. Also sollt ihr vorsichtig sein, wo ihr sie stationiert. Ja, aber gegen Lufteinheiten und Seeeinheiten sind die richtig bastet. Muss man halt nur beschützen, weil nicht viel aushalten, wie ihr gesehen habt. An sich sind die gut. Schon echt nicht bad. Na, seht ihr, die halten nicht viel aus. Das ist schon ein kleines Problem. Sollen wir uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Okay, viel Damage machen die jetzt auch nicht. Eieiei. Ich glaube, ich habe die ein bisschen overhyped. Ich habe die, glaube ich, overhyped, ja. So toll sind die doch nicht. Ups. Echt nicht so geil, ne? Fuck. Und was habe ich die eben gefeiert? Sorry. Passiert. Kann ich ja nicht wissen. Ich bin noch am Lernen. Was dieses Spiel betrifft. So, ein weiterer Drache. Let's go. Die Schildkröten weiß auch nicht, was Ragnar damit erreichen möchte. Keine Ahnung, Mann. Und das war's, liebe Leute. Das war's. Es ist vorbei. Just for fun, das hier nur einnehmen. Warum nicht? Und der Hafen ist neutralisiert. Meine erste Seeschlacht. Puh, ich habe noch viel zu lernen. Ich verstehe das nicht. Wieso passiert mir das ständig? Fight me! Kämpf doch mal mit mir. Kämpf doch mal mit mir, jetzt. I'm unstoppable! Oh. Oh je. Haha. Was eine Witzfigur. Ragnar? Oh, man. Ragnar? Oh. Egal. Die Fische freuen sich. Haben sie ein bisschen was zu essen, ne? Sie kann nicht mal schwimmen. Sollen wir versuchen, sie hier herauszufischen? No. Nein, lasst sie. Sie ist sicher schon... Klafter tief unter Wasser, was? Lasst sie untergehen. Queen Mercia? Diese Mercia ist eine bessere Kämpferin, als ich erwartet hätte.
Ich verstehe sie schwer zu führen. Oh ja, das tut sie. Eine edle Waffe. Eine edle Waffe mag sein. Wesentlich wichtiger ist, in wessen Händen sie sich befindet. What? In wessen Händen? In sicheren Händen. Der Schlüssel! Nicht zurück an die Arbeit. Hä? Was labern die? Lässt sie jetzt einfach ersuppeln. Mit. Auch sehr komisch. Oh je, so viele weitere Seeschlachten. Unglaublich. Und da können wir tatsächlich jetzt schon ins Eisgebiet. Coole Sache. Aber ganz ehrlich, da machen wir doch die weiteren Seeschlachten, oder nicht? Ne, Mission 1. Im nächsten Part. Oh nein, mit Caesar. Oh, ho, ho. Ihr wisst, ich hasse die Caesar-Mission. Ich habe schon recherchiert, das ist die letzte. Ja, Leute, würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.